Wann gibt's denn Sushi? Oh, nicht mehr lange, dann gibt's Sushi. Zumindest herstellen erstmal. Ach, siehst du, weiß ich gar nicht. Beugen dafür überhaupt. Da war da wieder irgendwas, womit ich das herstellen kann. Uiuiuiuiui. Wird noch spannend. Spiel gespeichert. Oh, du hast eine Errungenschaft gekriegt. Ich kaufe dich unsiegbar 2. Ja, das heißt. Ich hab ein Handelsschiff gebaut. Achso. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Jetzt gibt's Sushi und ich kann das Wetter beeinflussen. Mit so einer Maschine denn. Das für deine Ökobilanz denn, glaube ich. Ja, genau. Was brauche ich? Gemüse und Reis. Na gut, da muss ich mal losschippern. Soll ich die freimachen, die Insel? Nee, ich suche erstmal nach einem Samen. Also was führt sie her? An Sie erinnern? Grüße! Hallöchen. Bei dir kann ich gar nicht kaufen. An deinem. Nee, dazu müsste ich glaube ich was freigeben. Na, passt schon. Scheiße, jetzt krieg ich hier Gemüse her. Also, ich glaube, du müsstest jetzt doch unten die Insel räumen. Tut mir leid, aber ich darf Ihnen nicht sagen, woran genau wir hier gerade arbeiten. Das Reis. Wir leben ja nicht wie im Mittelalter. Hey, ich bin Tilda. Schön, dich kennenzulernen. Falls du was brauchst, sag Bescheid. Sind ja schließlich Nachbarn. Okay. Wir sind ökologisch zu wohnen heißt denn... Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Jetzt irgendwo noch einer? Ich habe sofort Zeit für Sie. Na, ich brauchst glaube, du die Hilfe der Eden Initiative? Deine Insel muss ich mir da unten krallen. Nein. Die zweite. Kannst du haben. Ja, ich bin auf dem Weg. Das Coole ist, du kannst auch mal mit der... Also du klickst hier dein komisches Schiff an und wenn du mit deinem Bildschirm direkt auf dem Schiff bist und drückst in die F1-Taste, hast du so ein... Wie nennt sich das? Postkartenansicht. Mhm. Schippern die da so rum. Erstmal kicken, wo ich mich da aufbaue. Gut.
Der Hinzu, dass wir keinen da haben, der Stress macht, so brauchen wir ja auch erstmal keinen Reparaturdock. Bin zufällig in der Gegend. Braucht irgendwer was? Pass mal auf, und der Depp hat das jetzt. Hä? War die Fruchtbarkeit oder was? Ja. Ich kenne dich doch. Zeit. Waren und dann Items hat der. Nee, hat er nicht. Oder Steuerschaft, ja? Die Mucke von ihm fetzt. Gar nicht drauf geachtet jetzt. Kein Weizen hat er gerade. Alter, jetzt reißt sich aber die Erfolge runter, wa? Ah ja, muss ja, ne? Ubisoft denkt ja, ich bin Noob in dem Spiel. Weil ich ja vorher immer nur in so einer Offline-Version gespielt habe. Ach so, ja, stimmt. Aber du bist ja ein Ehrlicher und hast dir das gekauft. Ja, weil es so schön billig war, ja. Jetzt nicht ab und zu mal deine Kontore mit auszubauen. Ja, stimmt, um zum mehr lagern. Einerseits mehr lagern und andererseits können die denn auch mehr Waren bis abholen. Nachschubsaugen.
Registriere steigende Fruchtbarkeit. Kannst du das für die Organisation erledigen? Jede Sekunde zählt. Jetzt kommen die ersten Aufträge, wa? Na, ich habe jetzt einfach mal einen angefordert. Auf. Ich werd ja verrückt. Was steht an? Leder. Ja, nicht aufgepasst. So, hätten wir das.
die Insel. Spiel gespeichert. So, wo ist es denn? Ja, mach mal. Unterstützung durch den Weltrat beendet. Mhm. So, was war das? Vorhin haben die auch die anderen ja schon ein paar mehr Schiffe, wa? Ach ne, sind unterschiedliche Charaktere. Mhm. Ich hab jetzt grün mit hellgrün oder gelb, oh, hatte das verwechselt. Der hat hier Kommunikation, kriegst du für die Innenmission. Du hast eine Mission angefordert, ne? Mhm. Und was musst du da machen? Ich musste eine Insel erkunden. Achso, gut. Na, siehst du, dann habe ich nämlich eine andere Mission. So ein kleines Schiff beliefern. Aber die Mission hat der mir gegeben. Schon zurück? Und alles erledigt? Ja. Nicht übel. Dachte fast, du schaffst es nicht. Ja, damit. Aufgabe gemeistert. Wie sieht's eigentlich auf deiner Insel aus? Sieht da schon was? Hm? Naja, passiert ja schon ein bisschen was, war bei dir? Ja, läuft ganz gut. Oh ja. Du bist auch noch auf der Stufe 2, wa? Ja. Angestellten. Ja, zieht sich. Ich muss jetzt meine ganzen anderen Wirtschaftskreise erstmal noch weiter hochziehen. Ja. Doch jetzt ein paar mehr geworden sind.
Naja, das wird ja auch immer richtig viel, wa? Naja. Muss man auch regelmäßig kontrollieren. Ja, wie gesagt, und ich bin auch, ich arbeite gerade an einem Konzept. Ich habe ja jetzt zu tun, das alles in Schwung zu kriegen, weil ich ja das jetzt mit der zweiten Insel machen muss. Mhm. Hier schippert schon der erste mit dem Unterwasserschiff rum. What? Spirit beschäftigt sich auch mit Meeresforschung. Ich bin gerade unterwegs zu einem unserer Meereslabore. Türkis. Ist auf dem Weg zum Unterwasserlabor. Aber ich kann auch keins finden. Also der schippert nur unterirdisch rum. Wahnsinn, du liegst ja richtig ab. Ist ja schon richtig Häfen und so. Da wusste ich ja für mein zweites Handelsschiff. Wolltest du eventuell auch? Ja, ich bin gerade dabei, aber mir hat noch Material gefehlt. Alles Kommandoschiff brauchst du normalerweise so für die ganzen Missionen. Botengänge und sowas. Ja, ich wollte mir jetzt nämlich auch ein Handelsschiff Warnung. Bauen. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Damit ich mir ein Schiff bauen kann zum Handeln, womit ich mit meinem anderen noch hin und her gucken kann. Ah. Ja, es geht voran. Erster Kampfauftrag. Unbewaffnetes Schiff versenken. Yippie. Fahrzeug fertiggestellt. Energieversorgung mangelhaft. Gut, hätten wir das da, den. Schicken wir mal noch ein bisschen was rüber. Hm.
Die Bilanzen beziehen sich aber auf auf alle Inseln, die man besitzt, wa? Ja. Genau, gut. Was sagst du? Kleinen Augenblick. Ja. Nur eine Sekunde AFK. Ja. Wieder da! Jo. Schönen Gruß von Andi. Ja, Grüße zurück. Ich hab schon mal ohne dich angefangen. Also weitergemacht. Ich. Mich wieder um meine Bilanzen. Spiel gespeichert. Ich werde mich wohl auf ihr Wort verlassen müssen. Oh, sie verzichtet diesmal auf eine Kriegserklärung. Sehr liebenswürdig. Sind die 2 Stunden schon wieder rum? Nee. Ich glaube, hier sind 6 oder so eingestellt. Stunde ist rum, oder?